Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2. Wir spielen mal wieder eine neue Super World. Heute von Lejanik, ein Community-Mitglied. Er hat 8 Welten und 33 Level. Seine Superwelt soll recht einfach beginnen. Hinten raus aber umso fordernder sein. Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich eher eine auf Casuals basierte Welt spielen. Aber ich muss dazu sagen, es ist auch gar nicht mal so einfach, leichte Level zu bauen. Und vielleicht ist das ja auch als Abwechslung mal nicht verkehrt. Zum einen, weil das, denke ich, mehr Leute anspricht als jetzt eine Gimmick-Welt oder eine schwierigere Welt. Weil, naja, man macht halt die Erfahrungen, dass jetzt... No Front oder so. Die meisten... Oh lol, erst Level sogar schon beendet. Bam. War ganz okay. Die meisten Spieler sind jetzt nicht so gut in 2D Super Mario, habe ich den Eindruck. Also wirklich die große Masse jetzt. Und für ein erstes Level war das gar nicht mehr so schlecht. Sodass sowas als Einstieg oder auch für Jüngere echt nicht verkehrt ist. Aber es darf natürlich gerne etwas länger und ideenreicher sein. Für ein erstes Basic-Level war das jetzt aber schon ganz okay. Ja, siehst du, hier kommt doch auch schon ein bisschen mehr Kreativität zur Geltung. Ich glaube, wir werden hier auf P-Switches treffen. Oder? Mal sehen. Was mir auffällt, ist, er platziert sehr viele Münzen. Also das ist sehr Nintendo-like tatsächlich. Und gefällt mir. Ach, Starcoins haben die Level auch. Siehst du? Ich achte da nie drauf. Ich merke es immer erst im zweiten Level oder am Ende des ersten. Oh, das war doof. Aber sind tatsächlich recht kurze Level. Dafür aber... Ja, solide gebaut. Das kannst du halt mal spielen. Wird auch jeder schaffen. Ist halt einfach dazu da, dass jeder ein bisschen Spaß hat. Und wie gesagt, ist die erste von 8 Welten. Wir können halt nicht auf die späteren Level zugreifen. Zumindest nicht innerhalb der Super World. Natürlich kann man noch auf den Account gehen und dann da ein späteres Level spielen. Vielleicht mache ich das sogar, weil wir ja aller Voraussicht nach mit dieser Superwelt relativ schnell fertig sein werden. Aber ich... Also mit der ersten Welt meine ich. Aber ich sag's nochmal, das ist wahrscheinlich von allen Welten, die wir bisher gesehen haben, die, die die meisten ansprechen wird. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und boah, basierend auf meinen Erfahrungen, auch international gesehen, viele kaufen 2D Mario und haben da Spaß mit, aber failen auch krass rum. Was... nicht schlimm ist. Und ich bin auch bei weitem nicht der Beste. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Nicht, dass es jetzt so rüberkommen soll, von wegen, also... Als schaue ich von oben auf euch herab. Ah, ihr Noobs, Alter. Ja, da kommt ihr schon ins Schwitzen, wa? Ich kann das blind machen. Na, wobei, wenn man sich das mit den Pilzen so anschaut, im Bonushaus, dann könnte ich vielleicht wirklich blind spielen. Spaß. Und... der Junge hat Talent für Leveldesign. Also, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Mich interessiert tatsächlich aktiv gerade eben, wie seine Level in Welt 7 und 8 aussehen. Wobei ich hier hätte vielleicht noch eine Münzreihe oder sowas platzieren können, damit man weiß, wo man sich herunterspringen kann. Das ist aber so der einzige Makel, der mir bislang aufgefallen ist. Und die Level steigern sich vom Design her auch recht schnell. Also das ist das dritte. Wenn du es mit dem ersten vergleichst oder auch mit dem zweiten, es geht voran. Und es wird auch offenbar ein bisschen länger. Das sieht jetzt für erfahrenere Spieler bestimmt alles sehr langweilig aus oder sehr, ja, zu basic. Aber ich glaube, der Typ könnte noch richtig überraschen. Ich schlage vor, wir spielen nachher ein Level aus Welt 7 und eins aus Welt 8. Dann haben wir einen ganz guten Vergleichswert. Ey, aber wirklich, Leveldesign schmeckt mir. Die Welt ist auch noch recht unbekannt. Hat wenig Likes. Aber das seht ihr.
ich gebe auch sowas mal eine Chance. Und klar, es fordert mich nicht krass. Aber es macht mich schon sehr interessiert daran, was da noch kommt. Also, Wüstenlevel, dann Castle. Dann wissen wir so ungefähr, wie die erste Welt design- und schwierigkeitstechnisch aufgebaut ist. Und dann wagen wir den Blick in die hinteren Zonen. Vielleicht irre ich mich aber auch und der Schwierigkeitsgrad wird schon Ende Welt 1 brutal. Wir werden sehen. Nee, glaube ich jetzt nicht. Ja, wobei, also... Das waren jetzt schon zwei Gefahren, die nicht ohne sind. Denen ich da ausweichen musste. Da kommen die Goombas raus, oder? Irgendwas war doch da. Okay, erste Starcoin. Ey, no joke. Das sind geile Ideen und das ist alles mit Liebe designt. Diese einzelnen Wüstengräser da oder was das ist, ich kann das irgendwie nie definieren. Trägt zur Gesamtszenerie echt effektiv bei. Auch sowas hier, solche Kleinigkeiten. Echt so. Also an dieser Stelle der Aufruf auch an alle, die halt wirklich nicht gut sind in 2D-Mario-Games. Ist nicht schlimm. Sag ich nochmal. Jeder hat Stärken und Schwächen. Aber probiert es mal. Probiert die Superwelt aus. Und schreibt dann in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid. Ist ein sehr gesunder Anstieg an allem eigentlich. Ey, oh, Digga, ich bin jetzt so gespannt auf die hintere Welt. Ohne Spaß. Weil es ist halt auch wirklich schwieriger, leichte Level zu designen, als schwere. Das ist einfach Fakt. Also, sehe ich zumindest so. Können aber vielleicht andere Level-Erbauer auch mal bestätigen in den Kommentaren. Oder auch widersprechen, wer weiß. Aber das Problem ist einfach, du kannst halt mit schwierigeren Leveln mehr machen. Du kannst mehr wagen, du kannst mehr überraschen. Aber die leichten Level, die müssen halt sehr basic sein für jeden. Und das... Oh, bin ich dumm. Seht ihr? Bin auch kein Experte, ich bin ein Kecko. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt hier. Was wollte ich sagen? Ah, genau, die leichten Level... Die catchen nicht sofort. Deswegen ist das so schwer, die überzeugend zu bauen. Oh, man bekommt auch echt viele Leben, ne? Also auch das extrem sozial. Oha, und das ist nicht ohne hier diese Firebars zusammen mit den fucking Cheep-Cheep-Schweinen. Oh, tschüss, war das gerade knapp. Ey, wirklich! Ich feier das! Das ist so geil, wie das ansteigt. Der hat sich extreme Gedanken gemacht, wie er das alles macht. Vielleicht ist es am Ende aber wirklich bockschwer. Dann habe ich jetzt all die, die halt nur just for fun Mario einmal die... Wow. Einmal die Woche oder so spielen. Übelst in die Todesfalle gelockt. Boah, was ist denn das für ein Assi eigentlich? Ist das... Welcher Koopaling ist das? Mit diesen gestylten Haaren so nach hinten, Alter. Das... So wie wenn er 1920 auf einer Party ist und gerade irgendeine abschleppen möchte, war das, Nee, ich weiß es gar nicht. Es sah ein bisschen nach Iggy und nach Lemmy aus, aber ich... Digga, wer war das? Und großartiges erstes Castle! Wirklich! Schwierigkeit on point! Damn! Ich hab so Bock auf die hinteren Welten. Machen wir... Einfach, weil es so geil ist. Das gibt jetzt auch nochmal ein Like. Mach mal ein Level aus Welt 4. 6 und 8. 7 lassen wir jetzt mal außen vor. Und wir schauen mal in die zweite Welt. Ist keine Wüstenwelt, okay. Sondern eine Waldwelt. Ich speichere hier mal, gehe auf sein Profil, weil eine andere Möglichkeit habe ich jetzt natürlich nicht. Und unter hochgeladenen Leveln. Ach, die haben das nicht im Titel.
Ach, das wird von der Superwelt eingeblendet, oder was? Ah, okay. Ja, das ist natürlich dann doof. Weil er stand in der Superwelt immer W1, aber das... Ja. Das steht nicht im Leveltitel drin. Dann kann ich es jetzt leider nicht so machen, wie ich es geplant hatte. Das spielen wir auf jeden Fall. Ja, dann suche ich mir jetzt einfach gezielt was aus. Firebro Cave. Machen wir das mal. Was könnte das sein? Wild 5? 4? Keine Ahnung. Aber man hätte es auch abzählen können, ne? Es sind ja 33 Level und wenn er so 4 Level pro Welt hat. In der ersten waren es jetzt zwar 5, aber er musste danach runtergehen, wenn er 8 Welten gemacht hat. Klar, ich kann mir jetzt nicht sicher sein, dass dieses Level wirklich in seiner Superwelt dabei ist, aber ich denke schon. Es sah schon so aus, als hätte er alle Level bis auf das allererste in seine Superwelt integriert. Und ich finde es schon mal richtig geil, dass er die neuen Items verwendet. Also das heißt, die Welt ist brandneu. Hat er wohl extra im Zuge des Updates gebaut? Das ist aber ein sehr kurzes Level. Das könnte vielleicht nur so ein Zwischenlevel sein, weil das war jetzt wirklich richtig kurz. Da habe ich mir vielleicht nicht das Richtige ausgesucht. Es war halt auch kürzer als die, die wir gespielt haben in Welt 1. Vielleicht war das so eine Art Testlevel oder so? Also ich weiß nicht, ob das jetzt in einer seiner Welten drankommt. Keine Ahnung. Ja, aber so, die Level sind insgesamt vielleicht doch ein bisschen zu kurz, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die wir hatten. Hier, Roy's Castle. Da kann man, ja genau, anhand der Cooperlänge kann man immer sehen, wann eine Welt zu Ende ist. Ah, und ich weiß jetzt, das war Larry. Okay, dann ist das hier Welt 2. Welt 3. Okay, wir haben ein Level aus Welt 3 gespielt. Welt 4. Welt 5. Super Mario Kart. Aber, nee, komm, wir machen jetzt hier mal Ludwig's Hot Twomp Castle. Das dürfte ein bisschen schwieriger sein. Und hoffentlich auch etwas länger. Ja, das ist die einzige Kritik, die ich ihm geben kann. Weil sein Leveldesign ist auf jeden Fall on top. Die Steigerung in Welt 1 war übelst geil und ich bin viel zu langsam, Digga. Ach, das geht wieder runter. Ich dachte, das wäre jetzt ein dauerhaft ansteigendes Lava-Level. Die einzige Kritik ist wirklich, Level sind größtenteils zu... Warum eier ich so rum? Jetzt habe ich mich verplappert. Sorry, das zählt nicht. Sind zu kurz. So, jetzt Konzentration bitte. Und nicht so viel rumlabern. Sonst schaffen wir das nicht. Hier ist einfach durchrennen besser, ne? Wobei man schafft es auch so. Er macht den Weg zur Starcoin frei. Ich lasse das jetzt mal weg. Aha. Ist hier ein Secret? Oder der Weg? Warte. Lass mal schauen, ob da eine Blume ist. Er wechselt auch immer aktiv zwischen den einzelnen Mario-Styles durch, ne? Ist auch gut. Okay, ist das jetzt ein Secret hier oder ist das der richtige Weg? Ah, das scheint ein Secret zu sein. Wahrscheinlich mit einem Up oder mit einem Power-Up. Power-Up, würde ich sagen. Ja, so ist es. Propeller-Head. Wird er wahrscheinlich irgendwie mit der letzten Starcoin kombiniert haben. Oder man kann mit dem Propeller... Oh. Ne, hier ist nichts. Mit dem Propeller-Head irgendwelche heftigen Stellen in dem Level skippen. Müssen nur aufpassen, hier gibt's einige Hotheads, die da durch die Gegend fliegen. Oh. Ich glaube, für die Stelle ist er. Weil das ist nicht ohne. Da kannst du schon viele Fehler machen. Und so kann man sich's halt ein bisschen einfacher gestalten.
Ja, also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Level hätten auch von Nintendo gebaut worden sein. Das ist ein großes Lob. Er hat das echt gut drauf, diesen Stil zu treffen. Und wenn man das mag, eben auch wegen der Schwierigkeit, dann ist das eine richtig geile Superwelt. Und man muss ja jetzt hier auch bedenken, wie schwer diese Passagen gerade gewesen wären, hätte ich nicht den Propellerhead gehabt. Also, gerade das hier, kurz vor der Bonusröhre, war schon nicht ohne. Finde es aber gleichzeitig auch sozial, dass er eben die Möglichkeit gibt, es sich selbst einfacher zu machen, also auf Entscheidung. Du wirst nicht gezwungen, du kannst den Propellerhead nehmen, du musst es aber nicht. Ich wusste halt jetzt nicht genau, okay, was geht ab? Brauche ich den oder was? Jetzt weiß ich, er macht's Level optional einfach. Alter, was geht mit Ludwig wieder ab? So, erster Hit. Ich hätte es mir zwar noch ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber es ist jetzt auch ganz schwer einzuschätzen, wie viele Probleme ich gehabt hätte bei den Passagen ohne das Ding hier. Ach krass. Ludwig ist in NSMBU Mario Maker 2 echt machbar. Viel, viel einfacher als im originalen NSMBU, finde ich. Und auch einfacher als in den anderen Styles. Ein Level machen wir noch. Und zwar aus der letzten Welt. Das Airship. Weil wir hatten noch kein Airship, glaube ich. Schauen da mal rein. Pickt euch auch bitte einfach irgendeinen dieser Level-IDs, die ihr da eingeblendet seht, um ihn zu finden. Wobei, okay, gut. Ich wollte mir gerade ein bisschen Arbeit sparen, aber... Oh, mit Scrolling sogar. Holy shit. Wollte mir ein bisschen Arbeit sparen, aber ich blende euch den Code der Welt ein. Digga, was geht denn jetzt auf einmal ab? Auch die neuen Robo... Ja, ich habe gesehen, dass der fucking Paracooper da hochgeflogen ist. Eigentlich... Lost. Ich hätte einfach durchspringen sollen. Wäre ich zwar klein, aber noch am Leben. Lost. Das hat mich aber jetzt auch völlig überrascht, dass er plötzlich so abgeht mit seinem Scrolling hier. Aber gut. Alles echt sehr, sehr gut. Oh, die Starcoin da unten. Aber die kannst du eigentlich nur so holen, ne? Und dann muss man sich da wirklich treffen lassen bei dem Paracooper. Außer man ist insane schnell. Aber ich krieg das jetzt nicht hin auf die Schnelle. Oh, Digga. Was? Oha. Ja, da war ich jetzt Starcoin geil, ne? Großartiger Level, wirklich. Sogar ich hätte voll Bock, die ganze Welt durchzuspielen. Aber wie kommst du bei dem Paracooper durch? Ach, die Starcoin echt heftig, ne? Aber, hier schon zu Ende, oder was? Nee. Hätte er sein können. So, die Level sind ja leider nicht dafür bekannt, etwas länger zu sein. Ja gut, lassen wir das mal. Oh, fuck this. Boah, aber immerhin lebe ich noch. What's going on, man? Also, wir können sagen, die hinteren Level sind durchaus nicht einfach. Aber immer noch extrem kompakt. Für mich einen Ticken zu kurz. Aber sonst finde ich das alles sehr schmackhaft. Daumen hoch von mir. Und man sieht bei ihm auch sehr gut, es muss nicht immer das heftigste Gimmick sein oder die schwierigsten Level. Es kann auch mal sowas hier sein. Das Gesamtwerk ist richtig, richtig gut. Und ich finde es toll. Und hier ist, wie gesagt, der Code für euch. Was ist das denn für ein Level? Fashionable Mario? Beschreibung ist auf Japanisch. Daher keine weiteren Infos für mich.
Aber klingt interessant. Ich weiß nur nicht genau, was ich jetzt erwarten kann. Gucci Mario? What? Okay. Das ist schon mal sehr clever aufgebaut. Nicht das erste Mal, dass wir sehen, dass Mario aus dem Screen geschoben wird und dann entweder komplett verschwindet und man einen Gegner spielt oder halt wie in dem Fall etwas bekommt. Aber immer wieder eine überraschende Situation. Und cool, jetzt gibt's sogar einen Mini-Boss-Kampf. Ein Hit reicht da schon. Ach krass. Mhm. Kann ich nicht jetzt eigentlich einfach... Ach so. Okay. Aber was muss ich denn hier machen? Ich sterbe doch, wenn ich da jetzt drauf gehe, oder? Ach so? Oh. Lol. Wie geil, das Level überrascht mich mehrfach. Wusste ich jetzt echt nicht, dass man nicht stirbt, wenn man... von einem Turm getroffen wird und drunter eine Pilzplattform ist. Ich muss schießen. Ach, ich bin ja so dumm. Da ist ein Question Block. Ich muss den da hochmanövrieren. Und da immer hin und her wechseln. Ach so. Oh mein Gott, ist das clever. Was? Übelst geil. Ja, moin. Warum hat das Level noch so wenig Likes im Vergleich zum Rest? Hat viel mehr verdient. Save-Punkt? Also die Sternrangliste ist echt sehr, sehr krass geworden mittlerweile. Ich hatte ja gehört, dass während meiner Mario Maker Abstinenz die Rangliste wirklich langweilig war. Immer derselbe Shit. Aber ich glaube, das Update hat das hier nochmal übelst gepusht. So geiler Level derzeit. Weil ich musste in der Vergangenheit auch immer suchen und habe natürlich auch Level aus den Parts rausgeschnitten von früher, die nicht gepasst haben oder die zu lame waren. Aber jetzt einfach immer so first try. Muss gar nicht mehr groß rumsuchen. Und finde immer krassen Scheiß. Weil nur weil etwas in der Sternrangliste ist, heißt es nicht, dass es gut ist. Das muss man auch mal sagen, aber werdet ihr wissen, denke ich. Das werdet ihr wissen. Und ja, das Level bedient sich jetzt auch nichts Neuem in dem Sinne, weil wie gesagt, wir kennen das ja schon, dass Mario aus dem Screen fliegt und dann irgendwas passiert. Aber das wird halt jetzt gerade mit den neuen Items gemacht. Also ist es gewissermaßen doch was Neues. How-to's sich widersprechen und dann doch wieder recht geben. Hey, wisst was ich meine, Leute? Ihr wisst, was ich meine. Oh, wie geil ist das denn? Ich muss die Stachelkugeln treffen, damit sie den Pocky killen. Ah, damn, das ist aber gar nicht einfach, ey. Komm, jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Als ob! Oh, come on! Ich treff die scheiß Kugeln nicht! Jetzt! Na also! Mann! Oh, jetzt werden die auch noch kleiner! Oder ist das Zufall? Ach nee, es sah so nur aus. Oh, lol, lost. Okay. Einer noch. Komm, denn jetzt aber first try. Zählt nicht. Es muss durch die Röhre fliegen. Ha!
Ich bin lernfähig. Immer noch nicht zu Ende? Okay. Letzter Raum. Natürlich. Miauza. Was? Ah, okay. Immer so im Wechsel. Damit die Powerblöcke respawnen und ich ihm Schaden machen kann. Übelst cleveres System, aber dauert das nicht ewig? Nee, 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 warte mal. Wie viele Blöcke frisst er? 12? Wir hatten mal so eine Situation in irgendeinem Level. Nee, viel weniger. 5 waren's, ne? Es sei denn, die 3 werden jeweils als ein Hit gezählt, das weiß ich jetzt nicht. Clear. Damn! Mega gut! Oha! Was? Fetter-like. Ich würde so gerne noch mehr von der Sternrangliste spielen, aber das heben wir uns für die nachfolgenden Parts auf. Mario Maker ist zurzeit einfach geil. Wenn ihr es auch so seht, dann lasst einen Daumen da gerne und bis zum nächsten Part.